Willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Und in der letzten Folge haben wir ja so eine wunderschöne blau strukturierte Steinhöhle gesehen. Ich bin davon ausgegangen, dass es eine Trollhöhle war. Und ja, ihr seht, er läuft dort fleißig rum. Ich war zwischenzeitlich zwar mal kurz online, konnte aber nicht viel farmen, außer ein bisschen Holz. Allerdings fällt mir gerade auf, ich habe keinen Hammer, mit dem wir könnten irgendwas machen. Feuer braucht 5 Stein, 2 Holz. Wir könnten gerade mal ein Feuer machen. Das ist nicht gerade sehr praktisch. Und ich habe auch schon gesehen, dass hier sehr viel Zinnvorkommen ist. Hier ein Stück weiter da hinten. Also überall. Und ich will trotzdem versuchen, den jetzt mal irgendwie platt zu machen. Auch wenn es mir schwer fallen wird. Es reicht immer noch nicht aus für 2 Feuer. Hier seht ihr, da ist wieder Zinn. Der darf mich halt einfach nur nicht sehen. Wobei, ich denke mal, er wird mich trotzdem sehen. Das wäre aber scheiße dann. Ja, er hat uns gehört. Vielleicht können wir den ein bisschen austricksen, ne? Ja, du bleibst da stehen, okay. Er geht zurück, nice. Okay, kann ich eventuell... Das geht, sehr schön. Hallo? Wieder 5 Steine. Das sind 3 Lagerfeuer, die wir machen könnten. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ich höre ihn. Aber wo steht der? Hier ist wieder Haufen Zinn. Oh, das würde ich gern alles looten. Da, oh, du Heimatland, da ist er ja. Mich würde mal interessieren, wie viel ich mit einem Bogen mache. Vor allem jetzt nicht wie viel so, sondern hier Damage. Das Problem ist, wo ist der jetzt? Mist. Ist der in seine Höhle reingegangen? Nee, da hinten steht er. Das ist ja gar nichts, was wir machen. Boah, scheiße. Okay, ich sehe schon, wir sind gleich tot. Oder? Oh, lol. Ernsthaft? Ah!
Hör doch mal auf, mich abzuschießen. Wow, Ausdauer weg. Also den krieg ich mal. Den kriegen wir auf alle Fälle gelegt. Ja, beweg dich. Nein, nein, nein. Nein. Gehst du? Geh zu deiner Mama. Die ruft schon nach dir. Fünf. Also wenn wir gut sind, kriegen wir den noch. Das wäre halt Baba. Ja, da ist er down. Nice. Was droppst denn du? Bitte was? Oh. Oh. Trollleder. Und ein Trollkopf. Wie viel Inventarplatz habe ich noch? Ah, reicht noch easy aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Höhle rein. Weil das war ja jetzt ein Witz, was wir hier gemacht haben. Auf jeden Fall muss ich mir die Ecke hier merken. Hier ist massig Zinn am Strand. Hier, kurz ein bisschen Ausdauer raggen und dann gehen wir hier mal rein. Oh, Knochen. Knochen. Tschüss, Fackel. Du bist eh schon fast kaputt. Kann ich noch irgendwas wegschmeißen, was wir jetzt erstmal nicht brauchen? Die da, davon haben wir auch mehr als genug. Pfeile kann ich wieder neu stacken. Ich würde sagen, jo, wir gehen mal. Vier weg und dafür die hier. Was? Kann ich? Hundertvierzig Damage. Alter! Okay, der hat wohl Angst vorm Feuer. Scheiße. Ich hätte mir vielleicht vorher hier ein Bett setzen sollen. Jetzt haben wir ein Problem. Ich bin am Arsch der Welt gestorben. Und die Viecher one-hitten ein. Wo bin ich... wo bin ich denn gestorben? Alter! Ernsthaft? Oh Mann! Ich muss mir auf jeden Fall erstmal ein zweites Boot craften.
So. Boot steht. Dann brauchen wir noch einen zweiten Bogen. Und wir machen uns ganz schnell ein paar Holzpfeile. Ja, 40 reicht. Na los, ja. Holz wieder rein, Stein wieder rein, Feuerstein rein. Das Zeug rein. Das Zeug hier rein. Den Hammer können wir jetzt hier lassen. Ich hoffe nur, dass der sich nicht gerackt hat in der Zeit. Das wäre kontraproduktiv für mich. Ich werde jetzt ganz schnell dahin rudern. Und ich setze hier einen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich da bin. So, ich habe ja gesagt, ich mache einen kurzen Cut und schaut mal hier. Ich bin gerade mitten auf dem Weg zu meinem Todespunkt. Und hier gibt es eine kleine Seeschlange. Leider sehe ich jetzt auch nicht, wie die heißt. Ja. Das ist sehr interessant. Ich würde gerne zu meinem Todespunkt kommen und dann werde ich hier mitten auf dem Ozean angegriffen. Wow. Sonst muss ich hier am Rand langrennen. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Oh nein. Und mir fehlt die Ausdauer. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Zum Glück habe ich mir meinen ersten Todespunkt markiert. Also mittlerweile weiß ich, das Spiel alleine zu spielen ist doch ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Ja, Todespunkt habe ich mir markiert. Ich hoffe, mein Zeug ist noch da. Ich werde da jetzt einfach gucken, schaffe ich das, dahin zu rennen? Ich brauche aber vorher auf jeden Fall was zu essen, ne? Damit ich mehr Ausdauer habe. Hier. Ja, hier kommen. Und die Hälfte an Pilzen, ne? So. Da werden wir es mal versuchen. Und wir werden die alte Rüstung mitnehmen. Ach man. So. Mal ganz kurz. Ah, okay, es regnet. Kann ich mich nicht ans Feuer stellen, um zum Trocknen. Ich werde jetzt versuchen, zu meinem ersten Todespunkt zu rennen. Es ist ja, naja, doch weit. Wenn ich da bin oder auch nicht, melde ich mich wieder. Ich setze jetzt hier einen kurzen Cut und bis gleich. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Ihr seht, dort ist mein Floß. Ich bin ehrlich, ich bin den ganzen... Ach du Scheiße. Ich bin jetzt nicht den ganzen Weg gerannt. Ich habe mir ein zweites Floß gebaut gehabt. Eigentlich ein drittes. Beim zweiten Floß wisst ihr ja selber, ich bin ja von der Seestange angegriffen worden. Und beim dritten Floß, das habe ich jetzt vorne abgestellt. Denn... No, genau. Wollen wir mal gucken, ist der denn noch gedamaged? Ne, der hat sich voll geheilt. Schade. Das ist wirklich schade. Ich hätte das gerne gemacht. Aber ich glaube, da brauche ich viel mehr Feuer vor allem dazu.
Denn ihr habt es ja gesehen, ich hätte ihn fast erlegt gehabt. Da hat er aber, ja, das Feuer ausgeschlagen. Was ich ein bisschen shit finde. Ich werde jetzt mal gucken, was ich hier weg... Ey, du Arsch! Lass mich in Ruhe! Ich bin nicht gut zu sprechen jetzt hier. Ich habe einen Stein eingesammelt. Habe ich 5? Nein. Ich werde jetzt hier noch ein paar auf jeden Fall lassen. Okay. Ich werde jetzt hier noch ein paar Erze farmen. Und dann werde ich offscreen ganzen Ruhe nach Hause schippern. Denn ich muss offscreen auch wieder einiges an Ressourcen farmen. Rehhaut und vor allem Lederreste, denn die sind mir bei Weitem ausgegangen durch die zwei Schiffe, die ich bauen musste. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.